Ja, ich hatte vorhin auch einen Pain. Oh, wieso bin ich bei 2 Sekunden? Der Pain, der war so painhaft, dass ich gepaint habe. Erstmal für 2 Stunden. Kennt ihr ja, ne? Man läuft in die Wohnung und dann läuft man aus Versehen gegen die Tür mit dem großen C. Das ist halt, ne? Ich habe 2 Stunden nicht nur gepaint, nicht nur gepennt, sondern auch geweint, ne? Let's go! Ja! Au, wow. Also wenn man sich das jetzt mal anguckt, dass wirklich Mario so brutal ist, ne? Das tut mir leid. Ich habe halt manche Level 1000 Mal gemacht. Es tut mir leid, Mario. Ich wusste das doch nicht. Das ist wirklich, dass das die bittere Realität ist. Ich dachte, dir macht Spaß, aber es tut mir leid. Mach ich gleich wieder. Finde ich geil. Japan. Why was I born in this cruel world? Mamma, I hate you. Mamma mia. Psst. Hey, you over there. Need something for your pain? I've got a real shit-talker. Oh, was hast denn yeah. du für viel Shit? Oh Oh, yeah, geil. Oh. I don't know. I will first ask me mama about this. Ja. I need more. Finger weg von Drogen. Ich sag's euch immer wieder, ihr glaubt mir nicht. Finger weg von Drogen. And now to save my peach. Ist das geil? Who would have thought that drugs are Oh, bad der for Trip ist the health? out. I need a proper education on the subject. And now that I'm properly educated, I can continue my quest. Ah. Oh! Oh, another mushroom. Das no, habe ich euch ja noch mal im Video erzählt, das mache ich ja auch mal bei Pfeilgiftfröschen, ne? Ich gehe immer nur in Länder, wo es Pfeilgiftfrösche gibt, weil ich mag halt, das ist eine wunderschöne Tierart, es sind schöne Tiere, das sind die schönsten Tiere auf der Welt und ich habe die halt zum Lecken gern, ne? Deshalb, ich wollte ja eigentlich mal eine Pfeilgift Froschfarm aufmachen, aber ist halt ein bisschen schwierig, ne? What would my mama say? Oh, mamma mia. Hello. Hello, it's me, Mario. Hallo, Ja, und du bist Mario. tot. Wie geht es dir? What the fireflower are you talking about? Speak my language. Speak in my language. Italian? What the hell is Italian? Maybe Kenn ich we will auch nicht. understand each other better if we exchange gifts. You will give me the mushroom and I will give you some tasty manure. Oh. No, it's mine. I must destroy it. Das ist ein Egoist. Weißt du, man kann doch mal, wenn man was hat, kann man doch auch mal teilen. So, man kriegt so viel Liebe wieder zurück. Ne? Einfach mal teilen mit anderen Menschen und irgendwann kommt Karma zurück. Ne? Warte bis heute noch drauf, aber irgendwann kommt's. And the manure I can make it myself. Are you sure you want to say no to a German? Jetzt wird sie gegessen. No, it's mine, not yours. As you wish. This will mean war. You gonna eat me? Nein! I mean war like in Blitzkrieg. And now Like in I will take Blitzkrieg. mushroom. You and what army, huh? That one over there.
Mama. Deshalb, ich kann euch empfehlen, nehmt immer Pflanzenvernichter mit. Nehmt immer Pflanzenvernichter mit. Pflanzen sind gefährlich und Pflanzen werden irgendwann die Welt erobern. Dann sind wir alle tot. Und wer hat's euch dann wieder gesagt? Ich hab's euch gesagt, aber ihr habt auf mich nie gehört. Selbst die Leute in der Psychiatrie. Ich sag denen, hier, pass auf, die Topfpflanze wird dich irgendwann töten. Kommst du in die Psychiatrie und die glauben dir da drin auch nicht. Take her instead! Schön verarscht. You tricked me! Dummkopf! All warfare is based on deception! Boah. You are terminated. I put the Mario down. Get to the Bowser. Ist das geil. Jetzt ist es nicht mehr Mario, jetzt war es gerade Luigi für einen kurzen Moment, ne? Die zwei. At least it can't get any worse. Nee, das hat doch gerade mal gefallen. Well, but now it can't get any worse. Okay, but now it can't get any Heya! Nee, ja, ich muss aber dazu sagen, wirklich, ne, eine gute Krankenversicherung regelt. Ne, und viel Schlaf, so, und dann bist du wieder gesund. So ein bisschen hier Schmerz, also, weißt du was Schmerzen sind? Wenn man sich den Zeh irgendwo stößt, das sind Schmerzen, das musst du mal erleben, lieber Mario. Und nicht sowas, das ist Pipifax. Aber Pain is Gain. Mario. Wie geil war das denn? Thank you for playing my game. Thank you. Jetzt habe ich Angst. Komm her. Ja, manchmal ist Pain wirklich Gain. Ihr habt's gesehen, es lohnt sich manchmal, ne? Der hat dann am Ende seine Belohnung bekommen, Mario ist zufrieden, auf einmal waren die Schmerzen alle wieder vergessen. Ne? Spontan Rücken. Du bist abends dann und dann auf einmal geht's den Rücken wieder übelst gut. Hab ich auch mal, ich kenn das ja. Das sind alles so Probleme. Aber ich muss trotzdem dazu sagen, ich fühle mich jetzt gerade ein bisschen schlecht, ne? Weil ich muss mich jetzt hier offiziell mal bei Mario entschuldigen, weil Mario, ich habe die Sicht von dir habe ich so nie gesehen. Ich dachte, für dich wäre das lustig, wenn du gegen einen Stein springst. Ich dachte, für dich wäre das lustig, wenn du in die Röhre runterspringst. Wenn du auf einen grünen Panzer drauf springst, ich dachte, das wäre für dich alles schön. Aber jetzt sehe ich die Sicht anders und ich ändere nichts dran. Weil es mir gefällt, jetzt gefällt es mir noch mehr. Sorry, meine statistische Seite sagt mehr.
Tut mir leid, also das wollte ich nur mal gesagt haben. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Das war eine sehr geile Animation. Guckt doch mal den Original an. Lasst Liebe da, lasst Kommentare da, lasst Watchline da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Würde mich mega freuen. Haut rein und tschüss.